Moin Leute, willkommen bei Explain Gaming. Hier eine Runde Live-Geballer mit mir, Marvin. Wir spielen Call of Duty Black Ops 2. Ja, meine Runde Black Ops 2 hier spielen. Mit dem Friedensstifter, um mal ein bisschen Frieden zu stiften in der Lobby, weil hier ist richtig viel Krawall. Seht ihr, die ballern jetzt schon los. Weil die denken, die treffen die Gegner bis hin zum Spawn, aber ha, so dumm können ja nur die Gegner sein. Oder beziehungsweise unsere Typen. Und, oh ja, da oben wird schon mächtig geballert. Und da ist schon der erste in der Ecke. Den haben wir gleich weggefressen. Oh mein Gott, wie kann man da so liegen? Katzenfutter war das, ey, so wie der in der Ecke hing da. Gucken, hier wird garantiert gleich wieder angestürmt. Einer kommt wie so ein wilder Affe. Oder auch nicht. Oh, oh, oh. Den haben wir schön von hinten weggefischt. Oh Mann, sind wir cool. So cool, wenn man einen von hinten wegschießt. Kennt man ja. Ihr seht, die spielen schon wieder alle mit AN und so ein Schnodder. Richtig fette Skiller natürlich. So, jetzt gleich mal weiter hier auf der Ecke. Hier ist besonders immer viel Krawall, das kennt ihr. Die Leute, die das Spiel spielen, die wissen, hier ist immer besonders viel Krawall. Besonders da. Aber noch hält sich das hier wohl in Grenzen. Aber es wird hier, denke ich mal, gleich richtig abgehen. Spätestens, wenn wir hier sind. Weil hier ist der Spawn, das weiß ja jeder. Hier sind wir ja gerade gespawnt. Da haben wir ihn weggeholt. Da, den haben wir schon angehittet. Aber der ist nicht gestorben. Der lebt alles. Da haben wir ihn weggeholt. Ist auch nicht so wild. Kann auch mal passieren, ne? Jeder kann mal einen wegholen. Kann auch jeder mal sterben. Passiert jeden mal. Nur geh mal runter da die Treppe, du dumme Sau. Er hat sich hingelegt. Wir sehen ihn nicht mehr. Ist nicht so wild. Wo ist er? Der hat mich getrollt. Oh Mann, der ist richtig cool. Oh, da kommt der Typ mit der Oberskillerwaffe. Oh, hat er mich weggebasht. Da habe ich natürlich keine Chance von hinten, weil so eine Drehgeschwindigkeit kann keiner haben. Nicht mal der mit der dicksten Drehgeschwindigkeit kann sich so schnell drehen. Deswegen hätte das noch nie was werden können. Ich weiß nicht, wo der Typ ist. Ich sehe ihn leider nicht. Er wird garantiert hier mächtig campen. Was mir überhaupt nicht gefällt. Ich mag nicht so eine Typen. Da hinten ist er. Ah, lass ihn rumspielen. Wir warten hier ein bisschen. Wir täuschen ein bisschen an. Links, rechts. Und wir haben ihn abgeschossen, weil er angehittet war. Haha, so ein Idiot. Könnt ihr entscheiden, hat er es verdient, hat er es nicht verdient. Er hat immer rumgegammelt. Also hat er es verdient. Besonders so eine Typen, die im Spawn immer rumgammeln, die mag ich gar nicht, ey. Die haben es richtig verdient, abgeschossen zu werden, meine ich. Am besten gleich noch 20 Pauschaltode oben drauf. Und dann ist das gut. Was macht der da in der Ecke? Kleines Päuschen wollte er sich gönnen. Kann er ruhig machen, ist nicht so schlimm. Kann er sich aber bei sich im Spawn gönnen und nicht bei uns. Den haben wir auch erwischt. Katzenfutter, wie der uns entgegenkam. Besonders, weil er gerade nachgeladen hat. Da konnte er gar nicht machen. Was soll er machen als dumm gucken, ne? Hier kommt gleich ein bisschen Wasser ausgespult. Kann mir mal einer sagen, was das für einen Sinn hat, dass hier so Wasser rauskommt? Das ist total sinnlos. Richtig was, total dumm. Was macht der da? Ach, der hat sich auch ausgeruht. Ja, der hat keine Extrembedingungen ein. Wenn man keine Extrembedingungen hat, hat man keine Steroidebeine. Oder was weiß ich was man für einen Scheiß braucht, um damit rennen zu können, wie so ein Affe, wie so was weiß ich was, ne? Das hat er halt leider nicht gehabt. Weshalb er auch nicht rennen konnte und da muss er sich erstmal hinlegen und Pause machen, ne? Ist ja klar. Kennt ihr ja, ne? Der lange Strecken rennt, ne? So 10 Meter oder so, ne? Dann ist ja gleich K.O. und keine Chance. Oh Mann, von da oben. Mit der ohne Gurke weggefischt. Auch nicht schlecht. Eine Drohne nähert sich. Eine von unseren, also ich denke mal, vielleicht gewinnen wir sogar das Ding. Bis jetzt sieht es noch ganz gut aus. Hier hinten kommt einer rum. Den können wir vielleicht erwischen. Den haben wir auch erwischt. Ganz knappe Kiste. Der hat uns echt schon fast weggeballert. Ich meine, er hat uns nicht getroffen, aber der war schon wild am Ballern, habt ihr gesehen. Der hat uns fast weggeholt. Da drin hat einer unserer Teamkollegen weggeholt. Ein Assist. Schön noch 50 Punkte abgesahnt. Abgesahnt. Und einen auch noch weggeholt da. Auch sehr schön, ey. So wie geil. Wupp, wupp. So, hier wurde unser Teamkollege abgeschossen. Ich weiß bloß nicht von wem. Wir müssen mal kicken, wer das war. Doch nicht von diesem Sniper Hero. Sniper Heroes mag ich nicht. Den haben wir auch abgeschossen. Schönen Headshot. Hat er richtig verdient. Also, finde ich jedenfalls. Da fliegt die Granate. Den haben wir auch erwischt. Da kommt noch ein... Nein, wir haben ihn nicht erwischt. Wir waren zu langsam, eindeutig. Guckt jetzt an, was der für ein Aim hat. Der ist doch echt der Beste. Also dem möchte man nicht im, auf einer dunklen Map begegnen oder so, weil der aimt wirklich alles weg. So wie der zum Beispiel, der ist richtig crazy, Alter. Richtig crazy shit. Der auch richtig crazy ist, der Typ. Richtig verrückt. Ich höre einen Wasser plätschern. Ne, doch, hier ist einer von meinen Teamkollegen. Die plätschern auch gerne im Wasser, weil das ist ja hier so Art... Ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Hier kann man auch so schön im Wasser spielen und so. Das macht richtig Spaß.
Müsst ihr auch mal ausprobieren, wenn ihr die Map spielt. Richtig schön im Wasser ein bisschen rumgatschen und so. Bisschen so die Motte aufwühlen und so, ne? Das macht richtig Fun, ey. Besonders auf der Map, das ist besonders geil. Ich weiß nicht, wo der ist. Da ist er. Nein, und da ist wieder der Typ mit dem Todes-Aim. Wie heißt der? Krawalli Kakaki. Oh, der hat doch einen Aimbot ein, wie der schießt. Zweimal geschossen, zehnmal getroffen. Geht doch gar nicht. Technisch gar nicht möglich. Er realisiert es trotzdem, weil er so richtig gut ist und so einen richtig fetten Aim hat. Oh, wer hat uns da erwischt? Mit dem Sniper. Guckt euch das an. Geiles Ding. Besonders hier in diesem Game, wo es ja wirklich tierisch unmöglich ist, einen mit dem Sniper wegzuschießen, hat er es natürlich geschafft. Der Typ hat die Skills des Jahrtausends. Er ist der Overking. Der, oh. Da ist wieder einer mit der oberdicken Loser-Waffe. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren, diese coole Waffe. Die ist richtig was für richtig coole Typen und so. Den haben wir auch erwischt. Wer hat denn da geschossen? Oh, da ist noch einer. Ah, noch so einer mit so einer Powerwaffe. Richtig cooler Typ. Müsst ihr erstmal haben, die Waffe, ne? Richtig geil. Muss man unbedingt haben, so eine Waffe, weil das ist wirklich ultra cool, das Ding. Besonders die Scar und die N. Wie heißt das andere Ding nochmal? Die AN94 oder 95, 83, 12,5 und 11,93. Wir sind angewidert. Gute Chance, dass wir jetzt sterben. Gute Chance. Gute Chance, gute Chance. Haben wir gut vertan. Und wir haben verloren. Das gibt's doch nicht. Wie kann man sich so zum Affen machen in diesem Spiel? Das ist doch nicht normal. Guckt euch das an. So eine Hundescheiße. Ach, das ist wieder der Unmöglichmacher. Besonders mit diesem Sniper, wo es doch wirklich tatsächlich die Chance, wenn man schießt, 1 zu 1 Million, eine Billion ist, da könnt ihr eher im Lotto gewinnen, als dass ihr damit einen trefft. Und er hat es wirklich geschafft. Er hat einen abgeschossen mit dem Sniper. Einwandfrei. Also, bestes Ding. Unglaublich. Also, der kann sich auf die Schulter klopfen. Auf jeden Fall eine geile Sache. Gut, ich würde sagen, das war's für diese Runde. Für diese Folge, besser gesagt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.